Kommen wir zur nächsten Gruppe. Das ist eine Premiere beim Karneval der Kulturen. Auch nach so vielen Jahren Karneval der Kulturen, nach mehr als zwei Jahrzehnten, gibt es hier noch Premieren. Biafran Cultural Group, Biafra, war einst ein Land, ist heute der östliche Teil oder gehört zum östlichen Teil Nigerias. Und sie wollen aber an Biafra erinnern. Und sie sagen über sich, die Biafran Community Germany ist stolz, sich dieses Jahr zum ersten Mal beim Karneval der Kulturen zu präsentieren. Wir wollen traditionelle Trommelmusik, Maskerade und Tanz zeigen, damit ihr auch nochmal die einzigartige und reiche Kultur Biafras besser kennenlernt, hier in Berlin. Es gab einen fürchterlichen Bürgerkrieg in den 70er Jahren und danach war Biafra weitestgehend verschwunden, auch aus der Erinnerung. Aber sie sagen, das Volk von Biafra existiert noch und wir sind sehr stolz, und das sieht man ihnen auch an, es in Berlin beim Karneval der Kulturen präsentieren zu dürfen. Mit für uns zum Teil ungewohnten Kostümen. Auch allein diese Kopfbedeckung, die wir da gerade gesehen haben. Das ist der Wagen, der zu dieser Gruppe dazugehört. Ja, und wer darunter steckt, werden wir nicht erfahren. Nehme ich jedenfalls an, dass wir es nicht erfahren werden. Diese Gruppe teilt sich auf. Sie sehen gerade den Wagen ins Bild kommen. Zum Teil vor dem Wagen, zum Teil hinter dem Wagen. Jetzt sind wir noch vor dem Wagen. Hier werden Smartphone-Fotos und Videos gemacht. Sehen Sie es, die Hälfte davor, die Hälfte dahinter. Und die sehen jetzt aus wie Polizisten oder Soldaten, die beiden, die da gerade am Wagen vorbeizogen. Auch Ihnen haben über anderthalb, fast zwei Stunden Karneval der Kulturen seit Ihrem Start am Hermannplatz, so gegen 15.30 Uhr. Ihnen hat der Weg nichts anhaben können, Sie haben weiterhin gute Laune und Spaß. Und ganz in der Nähe steht Marwa Ildesuki und hat einen interessanten Gesprächspartner. Ich habe jetzt gerade hier Toni bei mir von Biafra, von der Gruppe. Toni, erklär mal ganz kurz, Biafra, 47 Jahre ist es jetzt her. Warum ist es euch wichtig, dass man dieses Land sich erinnert? Es ist sehr wichtig, an diesem Land zu erinnern. Man weiß, was genau passiert war. Vor 50 Jahren gab bei uns sogenannte Genozid. Also eine erhebliche Menschenrechtsverletzung ist bei uns passiert. Eine Art, was genau in Deutschland passierte, bei den Juden. Und Biafra ist eine Nation, die Nation der Freude und Liebe. Und wir sind auch kulturreich und wir sind heute hier. Ich wollte dich mal ganz kurz fragen, im Hintergrund sieht man ja jetzt, was passiert. Ja. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, darf ich nur mal ganz kurz den Hintergrund nur zeigen? Sorry, ich wollte nicht mit dir reden. Ach so, okay, ja. Genau. Ja, lass uns mal ganz kurz, können wir das noch mal ganz kurz durchgehen? Was bedeutet das denn, dass er das so trägt? Das hat eine Kulturbedeutung bei uns in ein Teil vom Biafra-Land, wo das sehr, sehr geschätzt wird. Also ganz im Biafra-Land wird das geschätzt. Es ist eine Kulturerbe. Es ist eine Kultur, die wir immer wieder bei allen möglichen Angelegenheiten präsentieren können. Bei Kulturangelegenheiten oder traditionell. Das heißt, da wurde was getragen in diesem. Wird da was wirklich drin getragen oder was ist da drin? Ja, früher gab das ja, das bedeutet Koffer. Das ist ein Kopf, ne? Das heißt, eine Art symbolisiert Kopf und Klug, ne? Klugheit halt, ne? Das ist Kopf, was man da sieht. Es wird drei Stück getragen, ne? Und damit wird auch getanzt. Aber jetzt ist es ja Nigeria. Biafra ist ja jetzt Nigeria. Was ist denn der Unterschied zwischen Nigeria und Biafra? Der Unterschied ist groß, weil Nigeria wurde erstmal hier gestellt von Engländern
Und Biafra gab es sowieso, bevor der Engländer kam. Die haben dann alles um das Land umgebaut. Die haben das Land erobert, alle Provinzen erobert, zusammengefügt und fing an, diesen Namen Nigeria einzufügen. Nigeria ist nicht originell. Es ist eine Fälschung, zwar von den Engländern, aber wir sind ja zwar originell, wir sind natürlich und wir wollen auch natürlich bleiben. Okay, dann sag mir nur noch ganz kurz, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber kannst du mir noch kurz sagen, warum ist es euch so wichtig, jetzt zum ersten Mal beim Karneval der Kulturen hier in Berlin dabei zu sein? Es ist zwar sehr wichtig, wir wissen, welche Rolle, schöne Rolle und gute Rolle Menschen, also was Menschenrecht angeht, welche Deutschland also beigetragen haben. Deutschland hat sehr, sehr eine gute Rolle gespielt während des Krieges, die wir erlebt haben in der Vergangenheit. Und es scheint so, dass nach 50 Jahren ist Biafra vergessen worden. Und wir wollen auch hier noch einmal die deutsche Bevölkerung bedanken, damit unsere Kulturpräsentierung damit bedanken, dass wir sind noch da, wir leben noch, wir Afraner leben noch und wir wollen auch weiterhin leben. Wie findest du jetzt den Auftritt deiner Biafra-Kollegen, die hier jetzt einen Auftritt gemacht haben? Wie fandest du den Auftritt? Hast du ihn jetzt ein bisschen gesehen? Ja, genau. Das Auftritt war für mich genial. Ich glaube, man kann ja natürlich von Jahr bis Jahr immer wieder sich verbessern. Okay. Und damit können wir nicht klagen, wir sind damit zufrieden. Okay, ja, sehr gut. Super, weil jetzt sind Sie nämlich gerade an der Jury vorbei. Dann, ich hoffe, dass der Jury dann sieht, aha, die sind da zuerst mal da, wir sind voll begeistert und wir haben ja alles gezeigt, was wir können. Wir können auch beim nächsten Mal nochmal Zugabe, also auf jeden Fall geben. Noch besser werden. Noch besser werden. Super. Auf jeden Fall. Ne? Also okay, vielen, vielen Dank fürs Interview. Dankeschön und feier noch schön beim Karneval. Wir werden uns noch mal weiter hinfeiern. Ne? Sehr gut. Hier in Berlin, Freiheitsstaat. Ne? Ja, und weiter so. Und vielen Dank für dieses Interview. Ja? Okay, danke dir. Dankeschön. Sehr schön. Freut uns auch. Vielen Dank.